Hallo liebe YouTuber, ich gehe mit meinen Freunden was essen und eventuell was trinken. Und aus diesem Grund wollte ich euch mein Outfit abdrehen. Wenn ihr euch fragt, was ich auf meinem Gesicht trage, schaut auf meinem Blog vorbei. Da werde ich von den Produkten Bilder machen und euch noch eine kleine Beschreibung hinzufügen. Und dann wisst ihr schon mal, was ich auf meinem Gesicht trage. Kommen wir jetzt zu meinem Outfit. Ich habe mich für ein Jeanshemd entschieden, aber das ist ärmellos, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe hier Nieten dran gemacht, also silberne. Die Bluse habe ich in eine schwarze Shorts gesteckt, die ich selber kreiert habe. Also es war meine lange Hose, ich habe sie einfach abgeschnitten. Jetzt ist es eine kurze schwarze Hose. Dazu trage ich einen Gürtel in Braun, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Vielleicht werde ich auch noch einen Gürtel, einen roten Gürtel anziehen, weil das dann sich in meine Lippen wieder aufgreift oder hier oben. Drunter trage ich eine Strumpfhose, weil wir haben abends und es ist abends kalt. Und dann kommen wir zu den Schuhen. Also ihr wisst, ich liebe Schuhe irgendwie. Auf jeden Fall kommen wir zu den Schuhen. Da habe ich meine schwarzen Jeffrey Campbell an, die hinten Nieten haben. Ich habe sie von meinem Freund geschenkt bekommen. Deswegen weiß ich nicht, von wo er sie hat. Wenn ich es herausfinde, werde ich euch das natürlich in der Infobox verlinken. Und alle anderen Sachen, die ich noch anhabe. Dadurch, dass die Jeffrey Campbell silberne Nieten haben, habe ich auch silbernen Schmuck dran. Normalerweise trage ich ja meine süße Boccia-Uhr, aber diesmal habe ich mich für eine schwarze, schwarz-graue Uhr entschieden, die sehr groß ist vom Ziffernblatt her. Und an der rechten Hand trage ich noch einen Ring. Leider schaffe ich es nicht mehr, meine Finger zu lackieren. Deswegen habe ich keinen Nagellack dran. Und als Geldbeutel nehme ich diesen Geldbeutel hier von Urban Outfitters. Da passt eigentlich alles rein. Also hier tue ich nur mein Handy rein und Scheine nehme ich mit. Und ja, das war dann auf jeden Fall mein Outfit. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!